So, hallo und grüß euch. Ich weiß, es ist jetzt schon eine kleine Zeit her, wo es das letzte ARK-Video gab. Deswegen gibt es jetzt exklusiv und nur für euch ein schnelles Update. So, was möchte ich denn euch heute zeigen? Ja, wir beschäftigen uns erstmal mit dem neuen Taming-System. Dann, was ist jetzt eigentlich mit diesen Narkotibären und mit dieser komischen Narkotipaste? Ja, was hat es jetzt eigentlich wirklich damit auf sich? Brauchen, dürfen Pflanzenfresser jetzt wirklich nur die Bären futtern oder nicht? Hier jetzt endgültig die richtige Antwort. Später dazu mehr. So, was haben wir noch? Ja, der Bogenpunch wurde gefixt, das kann ich gleich sagen, der geht nicht mehr. Ja, dann so hilfreiche Optionen, wie zum Beispiel der Befehl Gamma 4. Was bewirkt der? Pass auf, es kommt auf dem Server drauf an, ob der Befehl unterstützt wird. Wenn er unterstützt wird, dann habt ihr natürlich den Vorteil und die Möglichkeit, ihr könnt wirklich die Nacht zum Tag machen. Dazu öffnet ihr einfach die Konsole mit einem Druck auf die Tab-Taste. Vorsicht, wenn ihr zweimal drückt, dann öffnet sich die große Konsole. Sprich, einmal Tab die kleine Konsole und zweimal Tab die große. Was ihr verwendet zur Eingabe ist total scheißegal. Ja, was geben wir dann ein? Gamma. Ja, Gamma, Abstand und dann eben die Intensivität. Ich glaube, maximal geht 9 oder 10. Ich habe es nicht probiert, denn ich möchte meinen Bildschirm nicht zur Ex-Implosion bringen. Deswegen 4 ist vollkommen ausreichend. Und wenn ihr wieder den Standardwert haben wollt, dann gebt ihr einfach nur Gamma ein und dann setzt das Spiel das wieder zurück. So, ja, wie bekomme ich dann mehr FPS? Also ich rede jetzt wirklich von einem riesengroßen FPS-Schub. Das erkläre ich euch. Ja, dann das interessante Thema und das leidige Thema Fast XP Farming. Ich habe euch einmal eine Methode gezeigt, die wurde gefixt, aber nichtsdestotrotz habe ich mir etwas Neues für euch einfallen lassen. Ja, und dann vielleicht auch ein sehr interessantes Thema, welche Tiere können was effektiv farmen? Gut. Beschäftigen wir uns erst einmal mit dem neuen Taming-System, was die Tage rausgekommen ist. Was ändert sich? Gut, es gibt derzeit, soweit ich es jetzt in Erfahrung gebracht habe, nur ein Tier mit diesem neuen Taming-Verfahren. Es soll angeblich dann komplett umgemünzt werden auf alle Pflanzenfresser. Das Eigenartige ist jedoch, das neue Taming-System basiert derzeit nicht auf einem Pflanzenfresser, sondern auf einem Fleischfresser. Nämlich diese kleinen Fischi, was dazu gekommen sind. Klein unter Anführungszeichen, man kann die natürlich auch reiten. Ich glaube, Sattel kann man ab Level 10 herstellen. Ja, sehen aus wie Delfine. Also ich würde jetzt echt mal behaupten, ich habe jetzt bei Wiki nicht nachgeschaut, aber ich sage jetzt mal, das sind die Vorgänger der Delfine. Und da ist das neue Taming-System mit drin. Das Ganze funktioniert so, ihr stopft euch eure Taschen mit Fleisch voll und schwimmt dann zu einem Fisch hin. Wichtig ist, ihr dürft dabei nichts in der Hand haben. Ja, also eure Hände müssen komplett leer sein. Und jetzt bitte zuhören, das Fleisch müsst ihr unten in die Aktionstaste reinlegen. Ja? Und zwar nicht irgendwo hin, nämlich genau dorthin, wo die Zahl 0 ist. Ansonsten funktioniert es nicht. Ja? Also legt das Fleisch in die Aktionsleiste rein, und zwar in die ganz rechts außen, und das ist die Null, soweit ich weiß. So, danach erscheint euch die Option plötzlich, oh, ich kann ja mit E dieses Fische füttern. Ja, und genau das macht ihr auch. Ihr klickt dann einfach die E, ihr drückt dann einfach E, wenn die Option zur Verfügung steht, und ihr gebt dem Fisch quasi ja, was zum Fressen. Und er schwimmt euch die ganze Zeit nach, und nach einer gewissen Zeit möchtet ihr wieder was zum Fressen haben und ihr gebt ihnen wieder was zu futtern. Ja? Dieses System soll, wie gesagt, angeblich auf alle Pflanzenfresser umgemünzt werden. Was ist noch neu beim Taming-System? Ja, man bekommt jetzt sogenannte Zusatzlevel und die Attributaufwertungen, die heften sich jetzt nicht mehr nur an zwei Attribute, wie es bis vor kurzem war. Was ich sehr gut finde. Und es gibt eben dann noch ein Bonuslevel dazu. Das Ganze schaut so aus. Nehmen wir jetzt, was nehmen wir denn jetzt her? Nehmen wir jetzt einfach mal einen Kackmammut her. So, ihr legt das Mammut flach
und sobald ihr dem Mammut Futter gebt, vorher wird es nicht angezeigt, ja, sobald ihr das Tier, was ihr Thema wollt, Futter gebt, erscheint in Klammer eine mysteriöse Levelzahl. Und da steht zum Beispiel drin, plus 20 Level, ja, oder plus irgendwas Level. So, was bedeutet das? Wenn ihr das Tier fertig getamed habt, bekommt dieses Tier sofort die Levelanzahl dazu. Sprich, euer Tier ist jetzt Level 30, ihr gebt dem Futter, es steht dann in Klammer dort, plus 20 Level. Und wenn ihr dann fertig seid mit den Themen, hat es dann kein Level 30, sondern ein Level 50, ne? Weil die plus 20 Level sofort dazukommen. So, von was ist das jetzt abhängig? Dass ich jetzt 20 Level bekomme oder dann vielleicht nur doch nur 2 Level? Ja, die Faktoren sind einfach zu verstehen. Und zwar geht es hier wieder um die Taming-Effizienz. Je höher die ist, desto mehr Bonus-Level gibt es drauf. So, wie hole ich das Maximale raus? Ja, dem Tier logischerweise keinen Schaden zufügen, das Tier vor Schaden von außen bewahren, zum Beispiel, dass eben kein anderer Spieler herkommt oder ein anderes Tier euch ein Tier Schaden zufügt, weil dann geht die Taming-Effizienz runter und gleichzeitig kann schon mal sein, dass vom Plus-Level 40er, dass ihr dann nur mehr 2 Level Bonus kriegt. Und ganz wichtig ist auch die Nahrung. Ihr bekommt am meisten Bonus-Level raus, wenn ihr das Tier richtig füttert. Und da sind wir auch schon bei einem der nächsten Punkte, und zwar, ja, was ist jetzt da? In einem Video sage ich, ja, man muss die Tiere so füttern, in anderem Video korrigiere ich das wieder und ich muss es jetzt leider zum dritten Mal korrigieren, denn jetzt weiß man es. Und warum weiß man es jetzt? Ja, weil zum Glück jetzt endlich einmal die Wiki-Seite so weit ist, dass man darauf vernünftige Informationen hat. Und zwar ist es so, es ist scheißegal, ob ihr einem Pflanzenfresser diese Narkotipaste gebt oder einem Fleischfresser. Es spielt keine Rolle. Ja, und nochmals ausdrücklich, es spielt keine Rolle, ob ihr jetzt einen Pflanzenfresser Bären oder einen Fleischfresser Bären gebt. Ja. Es hat nichts, aber auch wirklich gar nichts mit der Effizienz zu tun. Der einzige Unterschied ist, ihr braucht von den Bären halt wesentlich mehr als von der Paste. Ja. Aber wie gesagt, von der Taming-Effizienz ja, ist das wirklich absolut egal. Was aber Tatsache ist, ja, und das bleibt auch so, und zwar, dass verschiedene Tiere verschiedene Sachen am liebsten fressen. Bei den Fleischfressern ist es ganz einfach, bei den Fleischfressern ist es immer dasselbe, nämlich Primate. Andersherum ist es bei den Pflanzenfressern. Und zwar, ich zeige euch das jetzt nochmal kurz. Das muss ich selber kurz raussuchen. So, hier haben wir die Wiki-Seite und ich gebe jetzt einfach mal ein, nehmen einfach mal gleich das Mammut her. Ja. Und da muss ich selber immer nachschauen, weil es bei Tier zu Tier unterschiedlich ist, aber meistens sind es eh immer dieselben Bären, aber wie gesagt, kann unterschiedlich sein. Ja, also hier seht ihr das schon einmal den Unterschied, was ich gesagt habe, von der Paste her, also hier braucht ihr Narkotibären bis zu 400 Stück und von der Paste 50 bis 100. Ja, ist klar, die Paste ist... ja, teuer in der Herstellung und braucht ja auch logischerweise weniger. Aber ja, es bleibt jedem selbst überlassen. So, hier. Bevorzugtes Fressen. Ja, sind in diesem Fall die Major Berries. Und das ist bei jedem Pflanzenfresser anders. Ne? Und darauf müsstet ihr achten. Hier muss ich auch kurz eine Korrektur einlegen. Ich glaube, ich habe in einem Video erklärt, egal was ihr für Fressen reinlegt, die fressen, habe ich gesagt, die fressen dann immer das Lieblingsfutter zuerst. Das möchte ich korrigieren und möchte jetzt in diesem Video sagen, ich bin mir da nicht mehr so sicher. Nee, seht lieber nach, ja, auf der Wiki-Seite, gebt das Tier ein und legt ihm nur und wirklich nur das Lieblingsfressen rein. So, was sehe ich hier noch auf dieser tollen Seite, auf der Wiki-Seite? Ja, ich kann jetzt ablesen, wie viel Pfeile ich für das Vieh brauche. Hier von Level 1 bis Level 30 sind diese Angaben, was ihr hier findet. Ne? So, auch ganz toll, ihr könnt jetzt mal sehen, so, Collectables, also sprich, was kann das Tier jetzt eigentlich farmen? Ja, das Mammut ist wirklich geil, um primär Holz zu farmen. Also ein toller Holzsammler, ja, Tetsch kommt ab und zu mal raus, aber primär kommt Holz raus. Und hier seht ihr dann
basierend von einer Level-1-Angabe, was ich pro Levelaufstieg zu erwarten habe. Also wenn ich es hochskille, kriege ich beim ersten Level immer plus 227 Leben dazu, hier immer plus 36 Stamina etc. So. Ne? Und das könnt ihr alles wunderbar hier oben auf arc.gamepedia.com nachschauen. So, gut. Ja, also wie gesagt, gebt bitte immer, immer, immer das Lieblingsfressen eurer Tiere rein und somit habt ihr die höchste Teaming-Effizienz und zugleich auch die maximale Anzahl der erreichbaren Plus-Level. Ja, gut. Ich glaube, zu diesem Thema habe ich jetzt einfach alles gesagt. Falls es Fragen geben sollte, einfach in den Comments unten reinschreiben. So, ja, den Gamma-Befehl habe ich euch erklärt. Genau, das nächste ist jetzt, wie bekommt ihr jetzt wirklich richtig krasse FPS? Also, eigentlich hat sich auf Performance-Technik schon wirklich viel getan, aber es gibt dennoch ältere PC-Systeme, wo es Probleme gibt. Das Ganze funktioniert deswegen, weil wir das Spiel mit DirectX 10 starten werden. Sprich, es entfallen jede Menge Effekte und das Spiel kann auch dementsprechend grauslich aussehen. Aber wenn euch das nicht abschreckt und ihr wollt wirklich FPS haben, dann kommt ihr da um diesen Befehl nicht herum. Und zwar, wir verwenden andere Startparameter. Wir öffnen dazu Steam, gehen auf die Bibliothek. So, rechte Maustaste auf Arc, Eigenschaften und dann habe ich hier Startoptionen festlegen. Na, so. Ne? So. Hier mit einem Bindestrich gebe ich ihm quasi einen erweiterten Befehl mit in den Startoptionen. Und jetzt muss ich selber schauen, wie der heißt, dass ich euch da jetzt nicht anlüge. Ich habe da nämlich im Steam-Forum nachgeschaut. So, und er heißt einfach DX10. Ja, also sprich, so. Einfach Minus und dann DX und 10. So, ich klicke dann einfach OK. Und wenn ich jetzt das Spiel normal starte, dann startet er eben nur im DirectX-10-Modus. Und ihr habt wirklich wahnsinnig viele FPS dadurch gewonnen. So, ich lösche das wieder raus, denn ich brauche das zum Glück nicht. Jetzt habe ich euch das gezeigt. Ja, genau, noch zwei interessante Sachen noch, nämlich das Fast XP Farming. Ja, es geht trotzdem noch. Und Tiere zum Farmen. Ja, da gibt es jetzt recht viel zu sagen. Wie ihr schon gesehen habt, das Mammut ist optimal für das Holzfarmen geeignet. Dann der Archylon. Das ist dieses kleine, in Anführungszeichen, diese stachelige Vieh mit dem fetten Schwanz hinten. Ich zeige euch den einfach einmal. Schreibe den Archylon. Einfach mal Aki. Nee, nein, ich möchte keinen neuen Eintrag verfassen. Ark. Kommt irgendwas Sinnvolles rum? Aki. Ich weiß nicht, wie das scheiß Vieh schreibt. Aki. Ach, leck mich am Arsch. Das ist irgendwas, das Vieh mit der fetten Steinkeule hinten am Schwanz dran. Das eignet sich am besten zum Steine farmen und haut auch richtig viel Schaden raus. Es macht tatsächlich einen großen Unter. Ich suche euch das jetzt raus. Arkylon. Ich gebe das jetzt einfach um Arkylon. Ne, Bilder. Vielleicht die. Ja. Ja, sorry, das ist meine Puss-Puss. Musch-Musch. Nee. Nee. Es ist traurig, ich weiß nicht, wie das scheiß Vieh heißt. Nee. Nee, nee, nicht arg. So? Nee. Ich bin ein scheiß Tricksnoob. Ich bin einfach nur ein verschissener scheiß Real-Life-Versager.
Gut, ihr, ja, tut mir leid. Ich habe versagt. Jedenfalls sei